Das Department Informationsverarbeitung und Prozessmanagement ist in ein hochmodernes Gebäude am neuen WU-Campus gezogen und feierte dies mit einer Housewarming-Party. Das Department, welches aus 5 Instituten besteht und rund 90 Mitarbeiter beschäftigt, vereinigt Wirtschaftsinformatik und Operationsmanagement. In beiden geht es darum, wie man Wertschöpfungsprozesse optimal gestaltet, wobei die Wirtschaftsinformatik sich mit dem Aspekt der Informationssysteme beschäftigt und das Operations Management mit den Ressourcen. Wir haben aktuell 2 Schwerpunkte. Der eine heißt Adaptive Interorganizational Workflows und der zweite heißt Sustainable Supply Chain Management. In beiden geht es eigentlich darum, Wertschöpfungsketten, also Verbünde von Unternehmen, die gemeinsam für den Endkunden Leistungen erbringen, nicht nur kostengünstig und qualitativ hochwertig zu machen, sondern auch emissionsarm und resilient. Die Vorstände und Professoren der einzelnen Institute forschen an modernen Technologien, welche den aktuellen Entwicklungen in den jeweiligen Bereichen Rechnung tragen und Problemlösungen anbieten. Es gibt viele Daten, die am Web publiziert werden. Daten sind immer mehr was öffentlich Wichtiges und ein wirtschaftlicher Faktor. In der Lehre und auch in der Wissenschaft gibt es jetzt eigentlich einen Trend dazu, dass sie Data Science oder Web Science selber als Wissenschaft begreifen. Und ich glaube, das sollte man in die Lehre hier einbringen und das möchte ich eigentlich ganz gerne machen. Wir beschäftigen uns im Bereich der Forschung mit dem Einsatz von neuen Medientechnologien im betrieblichen Bereich. Das heißt, wie kann man mit neuen Medien aus der Seite von betrieblichen Anwendungen Werte für Unternehmen schaffen? Bis zu welchem Grad sind Technologien heute bereits so weit, dass sie halt eben für die große Masse einsetzbar sind? Also meine wichtigste Neuerung war jetzt im neuen englischen Masterprogramm für Wirtschaftsinformatik, den Bereich der nachhaltigen Technikgestaltung einzuführen. Nachhaltige Technikgestaltung heißt für mich Privacy, Security, ethisches Design von Technologie. Supply Chain Management kann man im Wesentlichen als unternehmensübergreifendes Prozessmanagement betrachten. Und deswegen ist es klar, dass unser Institut für Produktionsmanagement mit gut zur Hälfte an diesem Masterprogramm beteiligt ist. Ein ganz wichtiges Thema ist Nachhaltigkeit. Das ist nicht nur ein aktuelles, sehr aktuelles Thema WU-weit, sondern auch in unserem Masterprogramm beschäftigen wir uns schon seit einigen Jahren damit. Und das ist ein Hort für viele, eine Möglichkeit für viele Praxisprojekte. Das Get-Service-Projekt des Institute for Information Business ist ein Beispiel dafür. Dort geht es darum, Prozesse im Logistik- und Transportbereich besser zu organisieren und somit letztendlich auch ein Effekt zu erzielen, der hilft, diese Prozesse mehr nachhaltig zu gestalten. Das heißt also Transporte, die zum Beispiel eingeplant werden, um Container abzuholen am Flughafen für ein Flugzeug, das gar nicht erst ankommt, sondern woanders zwischengelandet ist. Solche Dinge können vermieden werden. Das hat letztendlich dann auch einen positiven Effekt auf die Umwelt. Nach der Eröffnungsrede des Department-Vorstands Professor Taudes konnten sich die zahlreichen Besucherinnen und Besucher über aktuelle Forschungsprojekte, Masterprogramme und über Spin-offs des Departments informieren. Wir beschäftigen uns mit Business Process Management Next Generation. In diesem Spin-off wollen wir das, was wir gemeinsam mit Studenten und Studentinnen der Wirtschaftsuniversität erarbeitet haben in den letzten Jahren, auch in Form von Master Season, aber auch Bachelorarbeiten hier in dieser Form präsentieren, zeigen, wohin die Reise gehen könnte und auch den Studentinnen und Studenten das Gefühl geben, da gibt es vielleicht ein Unternehmen, wo ich nach dem Studium, ich betone das Wort nach, vielleicht andocken kann oder vielleicht sogar mitarbeiten kann. Die anwesenden Studierenden und Mitarbeiter zeigten sich von der Veranstaltung sowie von den neuen Räumlichkeiten begeistert. Solche Gelegenheiten sind immer ein guter Anlass, um die Professoren ein bisschen näher kennenzulernen. Und man hat halt näheren Kontakt zu den Mitarbeitern, die man sonst immer nur eher so ein bisschen von der Ferne wahrnimmt oder mit denen zu tun hat. Der heutige Abend bisher ist super. Also ist gut. Die Rede vom Alpha Tau war sehr nett. Und ja, wir haben jetzt auch eine nette Feier hier. Ja, gefällt mir ganz gut. Also ich finde das Gebäude total toll, futuristisch, neu, modern. Und das soll auch hergezeigt werden. Und das ist... kommt, glaube ich, ganz gut an bei den Leuten. Das neue Gebäude hat nicht nur eine fulminante Architektur, die von der Philosophie sehr gut zu uns passt. Durch das neue Gebäude hat sich auch massiv die Kommunikation innerhalb des Departments
und zwischen dem Department und den anderen Kollegen verbessert. Die Housewarming Party des Departments Informationsverarbeitung und Prozessmanagement endete mit einem fast zweistündigen Konzert der Band WU Rock Faculty, die zeigte, dass man am Department nicht nur in Sachen Forschung und Lehre, sondern auch musikalisch bestens aufgestellt ist.